Geht weiter mit Tagesordnungspunkt 4, Ausbau des chinesischen Pavillons zum Kultur- und Nachbarschaftszentrum. Wir haben nicht so viele Wortmeldungen, deswegen verzichte ich mal auf die Fraktionsrunde. Vielleicht geht es ja. Habe zwei feste Wortmeldungen. Frau Apel, Wort gewünscht. Bitte schön. Und dann Herr Aschenbach. Ja, Oberbürgermeister, Sie habe ich ja schon begrüßt, meine Damen und Herren, Sie auch. Jetzt zum Kultur- und Nachbarschaftszentrum, welches hier uns vorgestellt wird, chinesischer Pavillon e.V. mit seinem Konzept. Kultur- und Nachbarschaftszentrum, das sollte ja so ein besonderer Dresdner Weg werden, in vielen Stadtteilen Dresdens ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum zu entwickeln und Menschen niedrigschwellig die Möglichkeit zu geben, sozial sich zu treffen, zu beraten und Kultur zu erleben. Wir haben uns viel angehört, wie Kultur- und Nachbarschaftszentrum woanders so ähnlich aussehen, wie die geführt werden, was für Ressourcen sie brauchen und haben so gemerkt, so ganz passte das nicht auf unsere Vorstellung. Und da haben wir erst einmal einige ausgewählt und haben gesagt, okay, die sollen anfangen und sie sollen uns ein Konzept vorlegen. Das hat jetzt der chinesische Pavillon e.V. hier mit seinem Konzept getan. Ich will ganz kurz nur ein paar Stichpunkte nennen, die Sie uns hier in Ihrem Konzept vorstellen. Lesecafé, Nachbarschaftsinitiative, die tätig ist, der Bunte Hirsch. Sie wollen Wildnisarbeit, Aufbau einer Umweltbibliothek, zum Teil gibt es das schon, Angebote eines kulturellen und soziokulturellen, in einem soziokulturellen Rahmen wollen Sie machen und Sie wollen sich vor allen Dingen der höheren Anzahl älterer Menschen widmen, die in diesem Gebiet leben. Insgesamt wurden uns ja auch die Protokolle zur Verfügung gestellt, der Bürgerwerkstatt. Es wird deutlich, man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, wo es hingehen soll. Aber man weiß, man will Vereine in die Räume holen, in die Räume zugänglich machen, Büros zur Verfügung stellen, Veranstaltungsmöglichkeiten geben, um hier die Nachbarschaft dazu einzuladen. Und das muss sich noch weiterentwickeln. Wir haben hier also niemals ein fertiges Konzept, was wir verabschieden können, sondern es wird sich immer in Entwicklung befinden. Wir haben aber hier die Besonderheit, gegenüber dem, was wir nämlich schon verabschiedet haben, von Polis und Gorbitz, der Passage und dem zu entwickelten Bürgerhaus in Polis, dass wir freie Träger haben, die das betreiben. Und die freien Träger brauchen natürlich auch Ressourcen. Ein bisschen haben wir zur Verfügung gestellt. Das geht vor allen Dingen auch in Umbaumaßnahmen. Denn gerade wenn so viele Menschen, verschiedene Menschen dort tätig sind, dort hineinkommen in die Räume, muss es gut sortiert sein. Ich muss es gut zugänglich machen. Alle wichtigen Räume müssen offen sein, aber manche eben auch geschlossen. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch Konglomerat, Volkshaus Kotter, die haben ein ziemlich anderes Programm. Also wenn man dort das Programm liest, steht zwar auch Lesecafé drin, aber Flohmarktangebote für Pfadfinder, Repair-Café, Sport 50+, wöchentliches Nachmittagscafé. Also dort ist, weil die Nachbarschaft anders ist, ein anderes Programm entstanden. Aber auch Sie sagen, wir sind 12 ehrenamtliche Menschen zwischen 20 und 65 aus der unmittelbaren Umgebung. Wir können das nicht einfach so ohne Geld ausschließlich mit Ehrenamt schaffen. Uns muss bewusst sein, wenn wir jetzt hier diese Nachbarschaftszentren auf die Reise schicken, dass wir in Zukunft uns Gedanken machen müssen, wie begleiten wir diese, die von den Vereinen geführt werden, mit Ressourcen, dass sie also tatsächlich diese Räumlichkeiten vorhalten und dass sie diese sozusagen verwalten. Ohne dass wir dort finanziell tätig werden, wird das auch in Zukunft nicht gehen. Die Linke stimmt diesem Projekt zu. Wir werden weiter schauen, wohin das führt und sind uns sicher, dass das ein ganz besonderes Kultur- und Nachbarschaftszentrum anderer Art wird als die anderen drei, die wir schon haben. Vielen Dank.
Als nächster Herr Aschenbach. So. 50.000 Euro für den chinesischen Pavillon. Um zu wissen, dass der weiße Hirsch das Gegenteil eines Elendsviertels ist, muss man nicht die umfängliche Stadtteilanalyse lesen, die im Rahmen des Kultur- und Nachbarschaftszentrenausbaus angefertigt wurde. Um herauszufinden, dass man am weißen Hirsch weiß, wo es Kohle abzustauben gibt, reicht ein Blick auf die bisherigen Förderer. Sparkassenstiftung, Oetker-Stiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Vattenfall, Rechtsanwälte X, GmbH Y, Stadt, Freistaat und nicht zuletzt die Bundesregierung schmissen schon mit Geld. Man will es der Dresdner Upper Class nicht verübeln, dass sie nun ein weiteres Mal ihre guten Kontakte nutzt, um Fördermittel abzugreifen. Den Stadtrat und die Verwaltung kann man aber durchaus fragen, ob es die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, ein Budget, welches dezidiert für den Aufbau von Kulturnachbarschaftszentren in benachteiligten Stadtteilen gedacht war, auf den betuchten Akademikerhügel auszuschütten. Aber klar, mit der gut vernetzten High Society will es sich niemand verscherzen. Und so heißt es mal wieder, wer hat, dem wird gegeben. Eat the rich, rüb sich in den Raum und lehne ab. Als nächstes Frau Filius-Jene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich ganz kurz, kurzer Faktencheck, Herr Aschenbach. Ich bin nicht befangen, bloß weil ich da oben wohne, also genau. So ist es, genau. Diese ganzen Gelder, die geflossen sind, die sind zum Glück wirklich geflossen und ich bin sehr froh, dass Sparkasse und was alles genannt wurde, den chinesischen Pavillon unterstützt hat. Da ging es nämlich um die Rekonstruktion dieses Gebäudes. Und gerade Sie, die Sie ja aus der Kunst kommen, das war ja ist also wirklich das einzige original echt chinesische, also historisch chinesische Gebäude, was wir in Dresden haben, was mal zur Hygieneausstellung vor vielen, vielen, vielen Jahren nach Dresden kam und dann dort oben an den Weißen Hirsch kam. Alle, die zu DDR-Zeiten hier gelebt haben, wissen, dass es damals auch schon so ein bisschen ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum war, in dem es nämlich ein Lesecafé war. Und damit dieses Gebäude überhaupt nach dem Brand, da war dann zwischenzeitlich mal ein chinesisches Lokal drin, also Anfang der 90er Jahren, das ist abgebrannt und da musste dieses Gebäude, entweder man hätte es, was wirklich todtraurig gewesen wäre, verfallen lassen oder man hätte es rekonstruiert. Und ja, damals gab es auch schon einen Verein, der sich da dahinter gestellt hat und der Fördermittel akquiriert hat von allen Seiten. Hier haben wir es jetzt und ich empfehle es wirklich nur jedem, sich mal die Programme anzugucken, sich das Konzept durchzulesen, einfach mal hinzugehen, wenn zum Beispiel der bunte Hirsch ganz niederschwellige Angebote sowohl für ältere Leute macht. Jetzt habe ich gesehen, es gibt irgendwie Salsa-Tanzen, wo dann die Jüngeren kommen, auch mal vom bunten Hirsch. Es ist das Allerniederschwelligste, was man sich vorstellen kann, ist, dass die einfach, das habe ich glaube ich schon mal hier erzählt, Tische und Stühle gekauft haben, die vor der Tür stehen, wo im Sommer die Jugendlichen und die Schüler, die aus der Schule kommen, sich hinsetzen, einen unmittelbaren Treff haben. Und das ist eigentlich, wie es Frau Apelt ja auch schon gesagt hat, etwas, was aus der Nachbarschaft heraus belebt wird. Wir haben damals bei dem Konzept, da denke ich noch an die Worte von Herrn Schmelich, der hat immer gesagt, wir müssen etwas schaffen, wo etwas ermöglicht wird. Und das ist hier im chinesischen Pavillon aus meiner Sicht wirklich vorbildhaft. Sie bieten buchstäblich den Raum für die verschiedensten Initiativen und Vereine, die niederschwellig im Viertel, und ich kann es Ihnen schwören, es wohnen auch am Elbhang oben, am Weißen Hirsch bis Bülau hinter ist ja da das Einzugsgebiet, wirklich nicht nur die Reichen und Schönen. Das ist für alle da sehr niederschwellig zugänglich und ich mache ausdrücklich Werbung dafür, diesem gut angelegten Geld zuzustimmen. Danke. Ja.
So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 54 Ja-Stimmen, 7 Nein, 1 Enthaltung, damit so zugestimmt.